GND 0.9 NDCPL64X. Wenn ihr euch gerade fragt, was der komische Mann da vor der Kamera für ein wirres Zeug erzählt, bleibt mal dran, heute geht es um Filter. Okay, sprechen wir also über Filter. Im Speziellen natürlich Filter, die ich in der Landschaftsfotografie brauche. Ja, und es geht halt darum, welche Filter nutze ich und vor allem, ja, was ist wichtig, was ist essentiell meiner Meinung nach und auf welche Filter kann man auch verzichten. Ja, starten wir direkt mit dem wichtigsten Filter meiner Meinung nach. Das ist der Polarisationsfilter. Der übernimmt bei mir eigentlich schon fast zwei Funktionen. Die erste Funktion ganz klar dafür, wofür er gemacht ist, um Reflexionen zu minimieren. Nicht nur, wenn ich jetzt Gewässer fotografiere, auch wenn ich mal draußen bin, irgendwie im Wald morgens, wenn die Vegetation noch feucht ist, um da Reflexionen von den Pflanzen so runterzunehmen und wirklich ganz kräftige Farben zu generieren. Da ist ein Polarisationsfilter natürlich sehr wichtig. Logischerweise auch, wenn ich Gewässer fotografiere und da die Reflexion runternehmen möchte, ist so ein Polarisationsfilter wirklich Gold wert. Wie gesagt, zum anderen nutze ich ihn auch oft dazu, um meine Belichtungszeit schon etwas zu verlängern. Das heißt, so ein Polarisationsfilter dunkelt meist schon immer so ein, zwei Stufen, ein, zwei Blendenstufen ab. Und oft ist es da gar nicht nötig, einen Graufilter zu nutzen, sondern oft reicht es schon aus, wenn man Polarisationsfilter aufsetzt und da diesen Verdunklungseffekt gleich mitnutzt. Also der Polarisationsfilter ist meiner Meinung nach der Filter, der wirklich in jeden Fotorucksack reingehört, wenn man wirklich viel draußen unterwegs ist. Diesen Effekt kann man natürlich auch in gewissen Grade in der Nachbearbeitung erreichen, also quasi die Farben ein bisschen kräftiger machen. Aber ich denke, es ist viel einfacher, komfortabler und der Effekt ist auch stärker, wenn man das einfach draußen direkt beim Fotografieren macht. Durch einen kurzen Dreh am Filter kann man die Bilder, die Aufnahmen wirklich schon richtig gut pushen und richtig schön kräftige Farben erzielen. Der zweitwichtigste Filter in meiner Fototasche ist mein Grauverlaufsfilter. Da findet man oft die Bezeichnung GND. GND steht für Graduated Neutral Density. Ins Deutsche wortwörtlich übersetzt müsste das so viel heißen wie abgestuft neutral Dichte. Aber abgestuft neutral Dichte, ja, macht irgendwie wenig Sinn. Im Endeffekt übersetzt heißt es halt Grauverlaufsfilter. Schauen wir uns mal so einen Grauverlaufsfilter an. Ich habe halt hier halt einen in der Hand, der sieht so aus. Man kann also erkennen, oben ist er am dunkelsten und geht dann halt langsam runter mit einem Verlauf bis zur Mitte. Und im unteren Bereich ist er ganz hell. Da gibt es auch noch Unterschiede. Es gibt Filter mit einem soften Verlauf, den habe ich jetzt hier in der Hand, wo halt also dieser Übergang vom Dunklen in den hellen Bereich relativ sanft verläuft. Und es gibt Filter, Grauverlaufsfilter, die haben einen sehr harten Verlauf. Das heißt, da ist der Bereich, wo es vom Dunklen ins Helle übergeht, etwas schmaler und halt nicht so soft wie bei diesem Filter. Es gibt die dann auch noch in unterschiedlicher Stärke, was ich gerade schon sagte. Man kann jetzt hier mal drauf gucken. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera erkennen kann. So ist es, glaube ich, besser. Da steht drauf Li, das ist der Hersteller, GND.6S. Bedeutet im Endeffekt, nee, Punkt 6 steht da gar nicht drauf, da steht Punkt 9 drauf. Wenn man lesen kann, ist man klar im Vorteil. Bedeutet im Endeffekt nichts anderes wie Punkt 9 steht also für 0.9, also im Endeffekt drei Blendenstufen. S ist dann halt der softe Verlauf und GND
ist dann halt der Grauverlaufsfilter, die Bezeichnung dafür. Was macht jetzt so ein Grauverlaufsfilter und warum ist der in der Landschaftsfotografie so wichtig? Das kann ich euch am besten jetzt mal hier auf meinem Fotobildschirm zeigen. Ich stehe jetzt hier in den Salzwiesen. Das heißt, der Horizont ist jetzt relativ mittig. Im unteren Bereich habe ich halt den Salzwiesenbereich und im oberen Bereich habe ich meinen Himmel. Und man kann sehen, unten sieht es noch relativ gut aus. Das heißt, ich habe so, kann das Gras gut erkennen, habe grüne Bereiche, sieht alles recht gut aus. Aber oben im Himmel habe ich fast nur so einen weißen Matsch. Das ist halt, weil die Kamera halt nicht diesen kompletten Helligkeitsunterschied aufnehmen kann, erfassen kann. Und dafür haben wir halt unseren Grauverlaufsfilter und den setze ich jetzt einmal auf. Und ich denke mal, da kann man direkt einen Unterschied erkennen. Ich schiebe den jetzt langsam mal rein. So, ja. Und man kann also schon wunderbar erkennen, wie halt Struktur jetzt in den Himmel reinkommt. Die Wolken sind sehr gut zu erkennen. Und im unteren Bereich habe ich trotzdem noch meine schönen, kräftigen und aussagekräftigen Farben im Wiesenbereich. Ich bin jetzt im manuellen Modus. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen meine Belichtung einstellen. Wenn man das Histogramm noch zur Hilfe nimmt, sieht man, dass es immer noch relativ abgeschnitten ist. Aber wenn ich es mir jetzt noch so ein bisschen anpasse, die Belichtung, kann man halt sehen, dass es auch vom Histogramm her wunderbar ausgeglichen ist. Ich ziehe den Filter nochmal weg. Da sieht man auch direkt, wie mir das Histogramm jetzt nach rechts hin abhaut. Oben der Himmelbereich wird wieder sehr hell, sehr ausgebrannt. Und ja, schiebe den Filter nochmal rein. Und so habe ich einen wunderbar ausgelichteten, belichteten Himmel. Muss ich jetzt für jeden Blendenstopp einen Filter haben? Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ein Weilchen fotografiere ich schon ein paar Jährchen und das war so einer der ersten Filter, die ich mir gekauft habe nach meinem Polfilter und danach habe ich mir eigentlich keinen weiteren Grauverlaufsfilter gekauft. Meiner Meinung nach oder aus meiner Erfahrung her muss ich sagen, ein Graufilter mit so einem mittleren Bereich, also 0,6 oder 0,9, das heißt 2 oder 3 Blendenstufen Verdunklung und ein softer Verlauf ist meiner Meinung nach völlig ausreichend. Ich war nie in der Situation, dass ich mal sagen musste, jetzt hätte ich aber gern noch einen mit 0,3 oder 0,6 oder mit einem Blendenstopp Abdunklung oder mit einem harten Verlauf oder was auch immer. Ja, um die Verwirrung perfekt zu machen, nutzt dann noch jeder Hersteller, so habe ich zumindest das Gefühl, eine eigene Bezeichnung für ihre Grauverlaufsfilter. Es gibt Hersteller, die benutzen Blendenstops als Bezeichnung. Da heißt dann so ein Filter zum Beispiel ND1, ND2, ND3 und so weiter. Es gibt Hersteller, die benutzen die optische Dichte als Bezeichnung. Da werden dann Filter bezeichnet, so 0,3 oder 0,3 GND, 0,6 GND, 1,2 GND und so weiter. Und es gibt auch Hersteller, die benutzen den, ja, Belichtungsfaktor, um den die Belichtungszeit halt verlängert werden muss, wenn man so einen Filter benutzt. Da heißt dann so ein Filter mal 8-fach oder 16-fach oder 4-fach GND-Filter. Immer halt mit so einem X hinter der Zahl, was dann halt die Multiplikation bedeutet. Für mich am einfachsten zu merken ist, glaube ich, die Bezeichnung für die Blendenstops. Das macht meiner Meinung nach am meisten Sinn. Das heißt, wenn ich einen Filter in der Hand habe, wo drauf steht GND1 zum Beispiel, weiß ich, dass der Filter mein Bild um eine Blendenstufe verdunkelt. Bei dieser Blendenstufenbezeichnung ist das dann halt so, dass ja, sich das immer weiter fortführt, also ND1, ND2, ND3, ND4 und so weiter.
Das heißt, ND4 ist dann halt ein Filter, der mein Bild um 4 Stufen dunkler macht. Wenn man dann diese optische Dichte als Bezeichnung nimmt, ist es so, dass da die Schritte immer in ja, 0,3 oder 0,3 Schritten weiter fortgeführt wird. Das heißt, ND1 ist 0,3, ND2 ist dann 0,6, 0,9, 1,2, 1,5 und so weiter. Bei diesem Belichtungsfaktor ist es dann halt so, dass sich da dann logischerweise der Wert immer verdoppelt. Das heißt, ein ND1-Filter, ein Filter, der mein Bild um eine Belichtungsstufe, um eine Blendenstufe dunkler macht, ist dann halt ein zweifach GND-Filter oder ND-Filter. Dann geht es halt weiter mit vierfach, sechsfach, achtfach, 16-fach und so weiter. Also ihr merkt schon, es ist so ein bisschen verwirrend, aber ja, im Grunde genommen bezeichnet jeder Hersteller das ein bisschen anders, aber meint eigentlich immer dasselbe. Okay, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, erstmal vielen Dank. Das war jetzt erstmal dieser furchtbar theoretische Teil, sage ich mal. Ja, ich glaube aber, ist schon notwendig, damit man so ein bisschen weiß, ja, was man da in der Hand hat, worüber man redet. Ist halt ein bisschen blöd mit diesen unterschiedlichen Bezeichnungen, aber ja, so ist es nun mal. Was gibt es noch für Filter, die meiner Meinung nach auch wichtig in der Landschaftsfotografie sind und die ich persönlich auch häufig nutze? Das sind einmal diese neutralen Graufilter. Wir hatten vorher einmal welche mit Verlauf, die haben jetzt keinen Verlauf mehr, sondern sind einfach nur neutral grau und sind halt in einer gewissen Stärke abgedunkelt. Genau wie bei den Grauverlaufsfiltern, was ich gerade auch vorher schon mal sagte, gibt es da unterschiedliche Stärken. 1, 2, 3, 4 Stops, was weiß ich, 10 Stops, 20 Stops und so weiter. Ich habe jetzt hier einen mit 3 Stops. Bei Lee heißt er dann wieder 0,9 oder 0,9 ND-Filter. Und ja, beim anderen Hersteller wäre es dann halt ein, überlegen, 3 Stufen, dann müsste das ein 8-fach Verdunklungsfilter sein. So, ja, kommt selber schon ein bisschen durcheinander. Wofür brauche ich solche Graufilter ohne Verlauf? Die machen ja erstmal nur mein Bild dunkler. Ich halte den mal hier vor die Kamera. Kann man vielleicht erkennen, dass das Ganze ein bisschen dunkler wird. Ja, wofür benutze ich das? Im Endeffekt sind es bei mir so zwei Hauptbereiche, wo ich es nutze. Einmal um Wasser zu fotografieren und um auch, so wie heute, solche wolkigen Himmel zu fotografieren. Wenn ich solche Filter halt vor meine Kamera setze, verlängert sich logischerweise meine Belichtungszeit und durch diese längere Belichtungszeit kann ich halt einen fließenden Effekt bei Wasser oder auch so einen fliegenden Wolkeneffekt erreichen. Warum jetzt zwei verschiedene? Einmal 3 Stufen, einmal 10 Stufen. Da ist bei mir eigentlich auch so, den gibt es halt in ganz vielen unterschiedlichen Stufen von bis, aber ich glaube, diese beiden sind meiner Meinung nach wieder vollkommen ausreichend. Diesen etwas helleren mit 3 Stufen kann man also wunderbar zum Beispiel in der Dämmerungszeit nutzen, um so einen fließenden Effekt zu erhalten. Oder auch wenn wir sehr bedeckten Himmel haben, wo es nicht ganz so hell ist, sind so 3 Stufen völlig ausreichend. Oder wenn man es halt ganz extrem haben möchte und am helllichten Tag einen fließenden Effekt, gerade so bei Wolken, so einen fliegenden Effekt erreichen möchte, braucht man einen 10-stufigen Filter. Minimum. Es gibt den auch noch stärker, aber ich glaube auch da sind 10 Stufen ausreichend. Alles andere kann man meiner Meinung nach wieder wunderbar über die Einstellung in der Kamera regeln. Das heißt, Blende, Zeit, ISO anpassen, das, was man halt gerade braucht oder was gerade nicht so wichtig ist, kann man halt verändern. Und da reichen also diese zwei Filter meiner Meinung nach völlig aus. Kommen wir noch mal eben kurz zu ein paar Unterscheidungsmerkmalen. Es gibt also diese Graufilter, die ich hier habe, oder auch den Grauverlaufsfilter in verschiedenen Varianten. Das heißt, einmal als
Steckfiltersysteme, so rechteckig, so wie ich sie hier habe, da braucht man halt einen Halter dafür oder halt auch als Schraubfilter, ganz klassisch, um sie vorne aufs Objektiv aufzuschrauben. Ja, ein Vorteil von so Schraubfiltern ist natürlich, die sind einfach ein bisschen dichter, die sitzen ein bisschen dichter am Objektiv dran, logischerweise durch das Gewinde, durch das Aufschrauben. Da kann es bei solchen Einsteckfiltersystemen schon mal passieren, dass man dann noch so einen leichten Spalt hat, wo so ein bisschen Licht einfallen kann. Ist minimal und so richtig dunkle Filter, wie jetzt hier zum Beispiel dieser 10-stufige, den ich hier habe, die sollten dann eigentlich auch so eine Schaumstofflippe haben, damit die wirklich dicht abschließen. Aber man muss ehrlich sagen, ja, so Schraubfilter sitzen schon etwas dichter am Objektiv dran. Zum anderen kann man bei solchen Schraubfiltern natürlich noch seine Gegenlichtblende benutzen, ist natürlich auch ein weiterer Vorteil. Und sie sind einfach ein bisschen günstiger, muss man auch sagen. Bei so Einschraubfiltern braucht man halt wirklich nur den Filter an sich, wobei, wenn man solche Rechteckfilter benutzt, muss man sich dann meist auch schon für ein System entscheiden und dann braucht man halt auch noch diesen Filterhalter und zusätzlich diese Adapterringe. Wobei man auch da wieder sagen muss, der Nachteil natürlich dann bei solchen Einschraubfiltern, man braucht halt für jedes Filtergewinde einen eigenen Filter. Das braucht man halt bei diesen Rechteckfiltern nicht. Da kann man halt wirklich einen Filter benutzen und den für alle Filterdurchmesser benutzen. Voraussetzung ist natürlich, dass man passende Adapterringe für das Filtersystem hat. Aber solche Adapterringe sind natürlich um einiges günstiger, als wenn man halt für jeden Filterdurchmesser einen eigenen Filter kaufen muss. Zum anderen ist man mit solchen Einschubfiltersystemen natürlich sehr viel flexibler. Ganz besonders, was natürlich solche Verlaufsfilter angeht, da kann man sich den Verlauf wunderbar von oben nach unten so ein bisschen anpassen. Das heißt, im Filterhalter so ein bisschen hin und her schieben, bis ich es halt passend auf meiner Horizontlinie habe. Das geht logischerweise mit Schraubfiltern nicht. Und ich kann bei solchen Einschubfiltern auch problemlos mehrere Filter übereinander legen. Das heißt, ich kann mir erst einen Graufilter aufsetzen und davor noch einen Grauverlaufsfilter. Das wird bei solchen Schraubfiltern natürlich schon schwieriger, insbesondere wenn man Weitwinkelobjektive hat. Da ist dann die Randabschattung und diese Vignettierung natürlich schon ein großes Problem. Ja, das war es eigentlich auch fast schon, was die Filter angeht. Also die drei Filter sind meiner Meinung nach so die wichtigsten, die eigentlich nicht in der Fototasche fehlen sollten, wenn man halt viel draußen unterwegs ist, wenn man viel Landschaften fotografiert. Zum einen halt der Polarisationsfilter, dann der Grauverlaufsfilter. Meiner Meinung nach ist da eine Stärke, so im mittleren Bereich, 2 bis 3 Blendenstufen, völlig ausreichend. Und zum dritten der neutrale Graufilter, das heißt ohne Verlauf. Da kann man ruhig sagen, so 1-2, ein mit einer sehr moderaten Verdunklung und einen mit einer sehr starken Verdunklung reichen da auch völlig aus, um da gute Effekte bei starkem Tageslicht oder auch in der Dämmerung hinzubekommen. Einen Filter möchte ich jetzt trotzdem noch ansprechen, der ist, ich sag mal, etwas spezieller, den habe ich auch noch nicht allzu lange, aber hat meiner Meinung nach auch durchaus seine Berechtigung, ist aber schon für einen sehr speziellen Einsatzzweck gedacht. Und zwar ist das dieser Grauverlaufsfilter mit einem umgekehrten Verlauf. Das kann man jetzt bald auch sehen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. So sieht man es, glaube ich, ganz gut. Dieser Filter ist oben hell und wird zur Mitte hin immer dunkler. Und dann im unteren Bereich ist er wieder sehr hell. Wofür brauche ich sowas? Das ist speziell ein Filter gedacht für Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. Man hat bei diesem normalen Verlaufsfilter gerade gesehen, dass der halt oben am dunkelsten ist und zur Mitte hin heller wird. Hier ist es halt genau umgekehrt, weil wir halt bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang den hellsten Bereich direkt über der Horizontlinie haben.
Und um da halt diesen hellsten Bereich auszugleichen, ist halt dieser Verlauf umgekehrt und der dunkelste Bereich ist halt hier in der Mitte. Nach unten hin halt wieder, wo unser Vordergrund ist, unterhalb der Horizontlinie, ist er klar. Und nach oben hin, wo es dann nicht ganz so hell ist bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang, wird er auch wieder etwas durchsichtiger. Ja, es gibt natürlich noch haufenweise andere Filter, UV-Filter, Infrarotfilter, irgendwelche Farbverlaufsfilter, Sonnenuntergangsfilter oder was auch immer. Will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Kann man sicherlich mal ausprobieren, aber ich glaube, gerade was auch so Farbfilter angeht, sind das natürlich Effekte, die man sehr vorsichtig einsetzen muss, nicht immer passend sind und sich auch relativ schnell wieder abnutzen. Und gerade was so Farbverläufe angeht, wenn man sowas haben möchte, kann man das wahrscheinlich auch sehr gut in der Nachbearbeitung machen. Wobei ich denke, die Filter, die ich heute vorgestellt habe, diesen Reverse-Grauverlaufsfilter mit dem umgekehrten Verlauf, nehme ich mal so ein bisschen in Klammern. Aber die anderen drei sind für mich eigentlich essentielle Filter, die einfach mit dabei sein müssen. Okay, ja. War jetzt ein bisschen ein trockenes Thema vielleicht heute, hatte halt aber ein paar Anfragen mal bekommen auf YouTube, ob ich mal was über Filter machen kann und so ein bisschen was dazu erklären kann. Habe ich gerne gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Es kam einigermaßen verständlich rüber. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne unten in die Kommentare. Ich lasse euch auch noch mal ein, zwei Links da zu anderen Videos, die ich noch über Filter gedreht habe. So im Speziellen über das Filterhaltersystem und über Polarisationsfilter. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, schaut euch gerne um, sonst bin ich halt auch viel draußen und ihr könnt mich beim Fotografieren an sich so ein bisschen über die Schulter schauen. Lasst mir ein Abo da, denkt an die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn es was Neues gibt. Ansonsten sage ich vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.